Ich werde die Knetprinzessin jetzt mal ausprobieren und dazu habe ich mir schon mal ein Modell ausgesucht. Diese Prinzessin soll es sein. Dazu habe ich mir jetzt schon die einzelnen Teile zurechtgelegt. Die sieht man hier. Und dann werde ich mal loslegen. Und zwar erstmal die Knete öffnen. Die fühlt sich auf jeden Fall viel fester an als die von Play-Doh. Und riecht auch anders. Knete hat ja immer so einen ganz typischen Geruch, gerade die von Play-Doh, aber die riecht ein bisschen säuerlicher und fühlt sich auch richtig an wie so Teig. Also mich, auch weil es weiß ist, erinnert es mich gerade ein bisschen an Zuckerwatte. Ich versuche jetzt mal hier eine Kugel rauszuformen. Es fühlt sich ganz anders an, also ich kann es irgendwie schlecht beschreiben. So knautschiger, wie so ein. Kennt ihr diese Säcke, die so gefüllt sind mit Reis oder so, um so Aggressionen abzubauen? So fühlt sich das ein bisschen an. Machen wir mal eine Kugel daraus. So. Ich nehme noch mal ein bisschen mehr. So. Lieber zu viel als zu wenig. Steht die Pappe nämlich über und das Ganze verschmilzt nicht so schön miteinander. Beziehungsweise die Übergänge sind dann einfach zu hart. So, nochmal. Jetzt hat man meine ganzen Fingerabdrücke da drin. Man muss es wahrscheinlich noch so ein bisschen modellieren am Ende, damit es nicht so verbeult aussieht. Ich stecke einfach die Schleife hier rüber. Dann sieht das keiner. So, fertig ist unsere Prinzessin. Hier sieht man sie nochmal. Der untere Teil des Körpers ist die Knete. Das ist einfach eine Knete in Form einer Kugel. Und dann hat man die verschiedenen Pappteile sozusagen in die Knete gesteckt. Man kann alle möglichen Kombinationen daraus machen. Es sind hier verschiedene Teile mitgeliefert worden. Und daraus kann man dann auch verschiedene Prinzessinnen formen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne noch ein paar Sekunden warten, denn im Outro findet ihr die Möglichkeit, meinen Kanal zu abonnieren und immer auf dem Laufenden gehalten zu werden, was neue Videos von mir angeht.